dem spannenden Finale der Pro Tour hat Wizard of the Coast auch nochmal ein paar neue Spoilerkarten zu March of the Machines vorgestellt. Unter anderem gehörte dazu Jin Getaxias. Eine neue Prätorenkarte. Ich meine, diesen Charakter kennen wir in Magic jetzt schon ziemlich gut. Bisher war es immer so, dass die phyrexianischen Prätoren ein gewisses Ungleichgewicht aufs Spielfeld gebracht haben. Ich hoffe, wir haben jetzt hier mal einen Cycle, der kein Ungleichgewicht bringt, denn sonst war es immer so, dass man viele Karten ziehen konnte und unsere Gegner keine oder unsere ETB-Effekte werden verdoppelt und die der Gegner werden ausgesetzt. Was Jin Getaxias allerdings ganz genau kann, schauen wir uns jetzt mal an. Insgesamt kostet diese Karte 3 generische und 2 blaue Mana. Allerdings können wir an der linken Seite schon sehen, dass wir eine Rückseite haben. Das heißt, hier trifft eine sehr spannende Mechanik endlich mal auf die phyrexianischen Prätoren. Für 5 Mana kriegen wir eine 5-5er Kreatur mit Ward 2. Das heißt, wenn sie das Ziel von Zaubersprüchen oder Fähigkeiten unserer Gegner wird, dann müssen diese 2 generische Mana bezahlen, sonst wird diese Fähigkeit oder Zauberspruch neutralisiert. Immer wenn wir einen Nicht-Kreaturen-Zauberspruch mit umgewandelten Mana-Kosten von 3 oder größer spielen, dann ziehen wir eine Karte. Und jetzt kommt der interessante Part. Für 3 generische und 1 blaues Mana können wir Jin Getaxias exilen und ihn transformiert zurück aufs Spielfeld befördern. Dies können wir allerdings nur machen, wenn wir auch eine Hexerei spielen können, also wenn wir am Zug sind und der Stack auch noch leer ist, und wenn wir 7 oder mehr Handkarten haben. Wenn wir Jin Getaxias also spielen wollen, müssen wir ihn ziemlich häufig aus der Hülle rausnehmen und wieder reinlegen, da wir ihn flippen müssen. Da kann ich euch nur die Katana Sleeves von Ultimate Guard empfehlen. Mittlerweile benutze ich diese ziemlich gerne. Sie passen ziemlich gut und beschützen meine Karten beim Spielen. Hier bei diesem phyrexianischen Prätor würde ich selbstverständlich auch blaue Hüllen nehmen, da wir ein monoblaues Deck spielen. Wer allerdings andere Farben auswählen möchte, für den habe ich einen Link in der Videobeschreibung. Wenn wir Jin Getaxias also nun aktiviert haben und geflippt haben, haben wir auf der Rückseite eine Verzauberungssaga mit insgesamt 3 Stufen. Bei der ersten Stufe, die wir natürlich sofort auch aktivieren, ziehen wir gleich so viele Handkarten wieder, wie wir bereits auf der Hand haben. Solange wir die Great Synthesis auf dem Spielfeld liegen haben, haben wir auch kein Handkartenmaximum mehr. In der zweiten Phase können wir gleich alle nicht-phyrexianischen Kreaturen zurück auf die Hand ihrer Besitzer schicken. Das klingt zunächst erstmal wie ein kleiner Nachteil, da wir ja auch phyrexianische Kreaturen hoffentlich spielen wollen und die würden wir auch wieder zurück auf unsere Hand bekommen. Allerdings ist mir hier ein kleiner Kniff eingefallen, den ich euch gleich vorstellen möchte. Denn die dritte Phase spielt uns quasi perfekt in die Karten, denn wir können eine beliebige Anzahl von Zaubersprüchen von unserer Hand ausspielen, ohne die Mana-Kosten bezahlen zu müssen. Dann wird allerdings The Great Synthesis wieder entfernt aus dem Spiel und kommt wieder zurück aufs Spielfeld, allerdings wieder geflippt mit der Vorderseite Jin Getaxias. Da wir zuvor allerdings in der zweiten Phase dieser Saga alle Karten auf unsere Hand geschickt haben, also alle unsere Kreaturen, die keine Phyrexianer waren, können wir sie in der dritten Phase gleich direkt ausspielen, ohne die Mana-Kosten bezahlen zu müssen. Hier haben wir also ein verstecktes Ungleichgewicht bei diesem Prätor versteckt. Wenn Jin Getaxias mit der Vorderseite natürlich wieder das Spielfeld betritt, steht es uns natürlich wieder frei, die aktivierte Fähigkeit erneut zu aktivieren. Wir müssen allerdings darauf achten, dass wir nicht einfach bei der dritten Fähigkeit der Saga einfach alles aus unserer Hand herauswerfen und aufs Spielfeld platzieren, nur weil wir es gerade können. Wir müssen nämlich darauf achten, dass wir 7 Handkarten behalten. Das sollte allerdings kein Problem sein, denn um die Fähigkeit zu aktivieren, brauchten wir ja bereits 7 Karten und ziehen auf jeden Fall mit der ersten Fähigkeit der Verzauberung auf jeden Fall 7 Karten nach. Mit jedem Mal, wo wir diese Fähigkeit erneut aktivieren können, werden unsere Handkartenanzahl natürlich immer höher. Wir müssen also auch darauf achten, dass wir nicht irgendwann, wenn wir es immer und immer wieder loopen können, das Spiel verlieren, weil unsere Bibliothek keine Karte mehr hat. Dieses immer wieder loopen schaffen wir mit der Kreatur Great Whale. Für 7 Mana können wir diese Kreatur theoretisch hardcasten. Wenn diese Kreatur dann das Spielfeld betritt, enttappen wir 7 Länder. Das ist natürlich prädestiniert, dass wir diese Kreatur in der dritten Phase von The Great Synthesis ausspielen. Dann müssen wir nämlich nicht die Mana-Kosten bezahlen, sondern spielen diese Karte ohne die Mana-Kosten bezahlen zu müssen, enttappen trotzdem 7 Länder. Wir müssen also darauf achten, dass wir zu diesem Zeitpunkt auch 7 Länder haben, die getappt sind, die wir enttappen und immer wieder tappen können, um Mana in unserem Mana-Pool hinzufügen zu können. Dieses Mana, was wir im Mana-Pool haben, nutzen wir dann, um Jin Getaxias erneut zu aktivieren und hoffentlich den Loop immer und immer wieder aktivieren zu können.
Das Problem ist natürlich, wenn die Saga auf dem Spielfeld liegt und eine Lore-Marke hat, wir nicht einfach so eine zweite oder dritte drauflegen können, um diese Fähigkeiten zu aktivieren. Wir brauchen also externe Impulse, wie zum Beispiel Proliferate. Aber auch da haben wir in dem Set Phyrexia All Will Be One erst neuerdings phyrexianischen Nachschub erhalten. Und zwar mit Ticker Tool in Query Dominus. Immer wenn wir proliferaten würden, dann proliferaten wir stattdessen zweimal. Das bedeutet, wenn wir dann eben halt mit The Great Synthesis starten und sie eine Lore-Marke hat, brauchen wir nur einmal proliferaten, um sie dann zunächst auf die Stufe 2 und anschließend sofort auf Stufe 3 bringen zu können. Das ist natürlich das erklärte Ziel. Einfach so proliferaten könnten wir zum Beispiel mit dem Viral Drake. Für 4 Mana können wir seine Fähigkeit aktivieren und proliferaten. In Kombination mit Ticker Tool bedeutet das, gleich zweimal zu proliferaten. Insgesamt brauchen wir nun 8 Mana insgesamt, um den Loop durch Jin-Gitaxias einfach immer und immer wieder nutzen zu können. Da der Great Whale allerdings nur 7 Länder enttappen kann, müssen wir hoffen, dass darunter ein Land ist, was mehr Mana produziert als nur eins. Sollte dies allerdings der Fall sein, können wir unsere komplette Bibliothek theoretisch ziehen und jede Karte dort ausspielen. Das Ganze macht es uns natürlich noch einfacher, wenn wir Karten wie Palinkron spielen. Auch wenn diese Kreatur das Spielfeld betritt, enttappen wir bis zu 7 Länder. Dies ist allerdings die High-Budget-Variante zum Great Whale, welcher insgesamt nur 3 Euro kostet und diese Karte hier kostet, glaube ich, 40 Euro. Also, wer es wirklich drauf anlegt, sollte sich diese Karte nun zulegen und auf jeden Fall in das neue Jin-Gitaxias-Deck reinpacken. Eine unendliche Mana-Kombo erzeugen wir automatisch mit dem Dead-Eye Navigator. Hier können wir 2 Mana bezahlen, ein generisches und ein blaues und eine Kreatur exilen, die zuvor mit dem Dead-Eye Navigator gesoulbounded wurde. Dann wird die Kreatur exiled und wieder zurück unter unsere Kontrolle ins Spielfeld geschickt. Sollten wir also mit dem Dead-Eye Navigator den Palinkorn oder Great Whale soulbounden, können wir immer wieder das neu gewonnene Mana einsetzen, um die Fähigkeit wieder zu aktivieren und noch mehr Mana zu produzieren. Mit unendlich Mana können wir also ohnehin schon alle Karten aus unserer Hand ausspielen. Das erklärte Ziel dieses Decks ist es allerdings, den Loop von Jin-Gitaxias und The Great Synthesis immer und immer wieder zu durchlaufen und so die ganze Bibliothek auszuspielen. Ich glaube auch insgeheim, dass das die Perfektion ist, die Jin-Gitaxias irgendwie in Magic anstrebt. Jeder der Prätoren hat ja eine eigene Vorstellung davon, was Perfektion für diesen Kreis der Phyrexianer bedeutet. Die komplette Bibliothek umsonst ausspielen zu können, finde ich, ist eine ziemlich gute Perfektion, die man in Magic erreichen kann. Klar sollte allerdings auch sein, dass unsere Gegner diesen Grad an Perfektion nicht unbedingt mit uns teilen und uns versuchen werden, an diesem Plan zu hindern. Wer neben dem Palinkron noch mehr teure Karten in dieses Deck reinbuttern möchte, sollte auf jeden Fall den Snapcaster Mage spielen. Wenn dieser das Spielfeld betritt, hat eine Spontanzauber- oder Hexereikarte in unserem Friedhof Flashback bis zum Ende des Zuges. Die Flashback-Kosten sind gleich ihrer normalen Mana-Kosten. Dies ist ziemlich cool, denn hier haben wir eine kleine Synergie mit einem anderen Typ an Zaubersprüchen, die wir in diesem Deck auf jeden Fall reinpacken sollten. Das sind nämlich Hexereien, wie zum Beispiel Temporal Manipulation. Wir erhalten einen Extrazug nach diesem. Das sind natürlich schöne Zaubersprüche, die wir mit Jin-Gitaxias dritter Phase umsonst ausspielen können, um zusätzliche Züge zu erhalten, um diesen ganzen Loop einfach nochmal antriggern zu können oder auslösen zu können. Der Snapcaster Mage hilft uns natürlich, diese Zaubersprüche wieder aus dem Friedhof heraus erneut aktivieren zu können. Wir müssen allerdings dann die Mana-Kosten natürlich bezahlen. Dies schaffen wir, wenn wir unendlich Mana-Kombo schaffen, auf jeden Fall. Aber auch wenn wir es nicht schaffen unbedingt, können wir unser Mana trotzdem mal dafür investieren, denn wir erhalten mit einem neuen Zug eine weitere Möglichkeit, die perfekte Synthese von Jin-Gitaxias zu erreichen. Karten wie der Laboratory Maniac dürfen natürlich auch nicht fehlen. Wenn wir eine Karte ziehen würden, und zwar in dem Moment, wo unsere Bibliothek eigentlich gar keine Karte mehr hat, gewinnen wir das Spiel, statt es zu verlieren. Dies ist perfekt in unserem Deck, da wir durch die immer wiederkehrende Aktivierung von The Great Synthesis immer wieder Karten ziehen, kommen wir schnell in den Genuss und aber auch in die Gefahr, unsere Bibliothek leer zu spielen. Unseren Gegnern wird es dann gar nicht gefallen, wenn wir in der dritten Phase einfach so eine schöne Kreatur ausspielen können.
Da ist Tassas Oracle auch nicht wirklich weit entfernt von. Allerdings ist diese Karte nochmal besonders gut in unserem Deck, denn wenn sie das Spielfeld betritt, dann können wir uns auch nochmal die obersten X-Karten unserer Bibliothek anschauen, wobei X gleich unsere Devotion zu Blau ist. Da wir ziemlich viele Karten für umsonst aus unserer Hand ausspielen können, können wir hier ziemlich gut steuern, wie hoch unsere Devotion zu Blau sein wird. Eine dieser Karten legen wir dann oben auf unsere Bibliothek und den Rest in zufälliger Reihenfolge unter unsere Bibliothek. Sollte allerdings unsere Devotion zu Blau größer sein als die Anzahl an Karten in unserer Bibliothek, haben wir auch hier das Spiel wieder gewonnen. So richtig übertreiben können wir es mit Kreaturen wie Ulamog oder der Verzauberung Decree of Silence. Wenn Ulamog das Spielfeld betritt, exilen wir erstmal zwei bleibende Karten unserer Wahl. Da wir alle Kreaturen auf die Hand der Besitzer zurückgeschickt haben, können wir hier also schön Verzauberungen oder Artefakte unserer Gegner zerschießen. Sollten wir die große Synthese immer und immer wieder aktivieren können und so Ulamog mehrmals im Zug ausgespielt bekommen, sollte es unseren Gegnern nicht mehr gelingen, wirklich ins Spiel zurückzukehren. Dasselbe passiert allerdings auch beim Decree of Silence. Immer wenn ein Gegner einen Zauberspruch spielt, wird dieser neutralisiert und auf Decree of Silence kommt eine Depletion-Marke. Dann, wenn drei oder mehr Depletion-Marken drauf sind, müssen wir diese Verzauberung leider opfern, aber so können wir auf jeden Fall schon mal die nächsten drei Zaubersprüche unserer Gegner neutralisieren. Da sie ziemlich viele Kreaturen auf der Hand haben, die dazu benötigt werden, uns irgendwie am Plan auch aufzuhalten, wird es unseren Gegnern nicht wirklich leicht fallen, wieder ins Spiel zurückzukehren. Womöglich werden unsere Gegner aufgeben, wenn diese beiden Karten das Spielfeld betreten. Wer es etwas freundlicher möchte, kann natürlich auch Planeswalker-Karten in dieses Deck packen. Und nicht unbedingt auf eine Siegesoption durch Tassas Oracle oder durch den Laboratory Maniac setzen. Der Vorteil bei den ganzen Planeswalkern ist, dass diese ebenfalls nicht wieder zurück auf die Hand geschickt werden, wenn wir die zweite Fähigkeit der großen Synthese aktivieren können. Bei Teferi Master of Time ist es natürlich super gut von Nutzen für uns, wenn wir die Ultimate-Fähigkeit zünden können und hier gleich zwei extra Züge bekommen. Zu allem Überfluss können wir die Loyalitätsfähigkeiten von Teferi auch in den Zügen unserer Gegner einsetzen, weshalb es uns leicht fallen sollte, hier schnell auf viele Marken zu kommen. Sollten wir zusätzlich dann noch proliferaten können, ist das Spiel, glaube ich, auch hierbei so gut wie gewonnen. Dieser Jace hier ist auch ein Auto-Include in diesem Deck, wenn ihr mich fragt. Wenn wir eine Karte ziehen würden, währenddessen in unserer Bibliothek keine Karte mehr hat, haben wir ebenfalls wieder das Spiel gewonnen, statt es zu verlieren. Auch die letzte Ultimate-Fähigkeit von Jace bedeutet ebenfalls eine weitere Win-Condition in diesem Deck. Ichor Moon Gauntlet aus Phyrexia All Will Be One sollte bei einer Planeswalker-Strategie auf jeden Fall in dieses Deck gepackt werden, denn Planeswalker, die wir kontrollieren haben, für 0 können wir proliferaten. Eine optimale Synergie, wenn ihr mich fragt. Denn so können wir auch die Verzauberungsseite von Gingetaxias sofort wieder auf die dritte Stufe bringen. Sollten wir es irgendwann auch nochmal schaffen, 12 Loyalitätsmarken auf irgendeinen Planeswalker zu generieren, können wir auch hier wieder einen Extrazug nehmen. Die letzte Fähigkeit ebenfalls könnte auch so interessant in diesem Deck sein, denn immer wenn wir einen Nicht-Kreaturen-Zauberspruch ausspielen, können wir eine Marke aussuchen auf einer bleibenden Karte, die wir kontrollieren, und eine weitere Marke dieses Typs auf diese bleibende Karte legen. Dazu zählen selbstverständlich auch die Lore-Counter auf der großen Synthese auf der Rückseite von Gingetaxias. Ja, Gingetaxias gefällt mir schon ziemlich gut. Insgesamt gefällt mir die Idee, dass wir mit Gingetaxias eine Art Perfektion erreichen können, die dem Ebenbild seiner Vorstellung entspricht. Ich bin sehr gespannt, ob wir weitere phyrexianische Prätoren in diesem Set sehen werden, die eine ähnliche Mechanik verfolgen, nämlich dass wir die Perfektion des entsprechenden Prätors auch irgendwie erreichen können. Mir hat es ziemlich gut gefallen eigentlich. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was ihr zu dieser Karte denkt. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal hier bei Elder Demon Highlander.